I want to speak shortly on the atmosphere of Christ. Ich möchte ganz kurz über die Atmosphäre Christi sprechen. The atmosphere of Christ. Die Atmosphäre Christi. Hallelujah. Amen. Please turn with me to the book of Acts 17. Bitte schlagt euer Bibel mit mir auf zu Apostelgeschichte 17. Acts 17. I want to read from the verse number 27. Apostelgeschichte 17, ich möchte ab Vers 27 lesen. 27 and the verse 28. 27 und 28. Acts 17:27. That they should seek the Lord, if haply they might feel after him and find him, though he be not far from every one of us. Dass sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tastend fühlen und finden, obwohl er ja nicht fern von jedem von uns. For in him we live and move and have our being. Denn in ihm leben wir, bewegen uns und sind wir. As certain also of your own poets have said, for we are also his offspring. Und wie auch einige eurer Dichter gesagt haben, wir sind, denn wir sind auch sein Ursprung, also sein Geschlecht. Halleluja. Amen. And so here Paul met a bunch of pagan worshippers. Also Paulus hat hier ein paar Götzendiener getroffen. In the temple of in Athens. Und das ist in Athen. And he made this glorious, wonderful statement. Und er hat diese herrliche, wunderbare Aussage getroffen. And in our own context of life today. Und in unserer Sichtweise des Lebens heute. Religious people will have a lot of issues with this. Also religiöse Menschen, sie werden wirklich Haare kriegen bei dieser Sache. Because Paul was addressing to people who has got nothing to do with Christianity. Denn Paulus sprach zu Menschen, die nichts am Hut haben mit dem Christentum. And so he said to them that in Christ, und er sagte ihnen, dass in Christus they live, leben sie, they move, bewegen sie sich, and they have their being. Und in Christus sind sie. And previously the verse 27, und in Vers 27, he made us to understand that God is not far from us. Und er gab uns das Verständnis, dass Gott nicht weit weg von uns ist. Every man's quest in this life. Denn das Streben eines jeden Menschen in diesem Leben. Whether it may be towards objective experiences. Das mag ja zu objektive Erfahrungen sein. You know, like acquiring stuff like money or house, whatever you may think. Also zum Beispiel das Streben, etwas zu verdienen, Geld, also Doktortitel oder Haus. The goal, the purpose why people do that is to achieve a sense of happiness. Der Grund oder das Endziel, warum man das macht, ist, damit man also gewisses Genugtuung, gewisses Zufriedensein erzielt. And so if you investigate thoroughly, you realize that the happiness they're seeking is actually God himself. Und wenn du ganz genau untersuchst, stellst du fest, dass diese Genugtuung und Zufriedenheit, die man sucht, ist tatsächlich Gott. You see, we move ourselves away from that where we supposed to be. Denn wir haben uns von dort wegbewegt, wo wir eigentlich sein sollten. But there is something within us, every human being. Doch es gibt etwas innerhalb von uns, und zwar bei jedem Menschen. That navigates towards its source. Und diese Sache navigiert sich immer in Richtung seiner Quelle. And so Paul says that we may seek the Lord. Und Paulus sagt, damit wir dem Herrn suchen. That we may feel after him. Damit wir tastend nach ihm fühlen. Because he is not far from us. Denn warum? Er ist nicht weit weg von uns. You see, in our minds, in unserer Gesinnung, we think the Father, the God is so far. Wir denken, Gott ist so weit weg.
We think that happiness is so far. Fröhlichkeit ist so weit weg. Peace is far away from us. Also Friede ist entfernt von But uns. But this is good news. Doch das ist die gute Nachricht. He says, no, these things are not far from us. Er sagt, keineswegs, diese Dinge sind nicht weit weg von and uns. And then he went then further. Und dann schreitet er voran. And said, in him. Und da sagte er, in ihm we live, leben wir, we move, bewegen wir uns, we have our being. In ihm sind wir. What is he talking about Wovon here? Redet er hier bitte? Now we should understand, es ist wichtig zu verstehen, that from Paul's perspective, vom Paulus Gesichtspunkt, which is born out of his deep understanding of God. Und dieser Gesichtspunkt ist aus seiner tiefen Einsicht von Gott entstanden. That there is only one reality. Es gibt nur eine Realität. There is only one atmosphere. Es gibt nur eine Atmosphäre. There is only a single hold. Es gibt nur eine einzige Ganze. Now this is beyond, you know, the way human think. Also das übersteigt die Überlegung des Menschen. So Paul is trying to tell us. Denn Paulus sagt uns hier, that life, das Leben, actions, Handlungen, and beings, und Wesen, they are all in one reality. Sie alle sind in einer Realität verpackt. But what he didn't tell us, doch was er uns hier nicht gesagt which hat, each and every one of us know so well, also was jeder von uns schon ganz genau kennt, is that our experiences, nämlich dass unsere Erfahrungen in this whole, und zwar in diesem Ganzen, are different, unterschiedlich sind. And most of the time, und in vielen Fällen, it does not reflect the reality of the whole, which is Christ. Unsere Erfahrungen spiegeln nicht den Ganzen, der auch Christus ist. So it brings us to ask a question. Also das führt uns wirklich eine Frage zu stellen. If all of us have our life in one, wenn wir alle unser Leben in dem einen haben. And our action is propelled by one. Und unsere Handlungen stammen aus einem. And our being is from one. Und unser Wesen ist aus einem. Why these differences? Warum diese Unterschiede? Why this misunderstanding, confusion? Warum die Missverständnisse und das Durcheinander? So that is the question. Das ist die Frage. And so we need to understand. Und deshalb ist es wichtig, dass wir begreifen. That in this oneness, nämlich in dieser Einheit, in this wholeness, in dieser Ganzheit, that which brings differences, also das, was für Unterschiede sorgt, that which actually is the cause of our different experience and expressions, die Ursache von unseren unterschiedlichen Lebenserfahrungen und Lebenseindrücke, is because of our finite mind. Ist es aufgrund unserer begrenzten Gesinnung. So, the individual mind of persons, ja, die individuelle Gesinnung von Personen, interpret wholeness, ja, sie deutet die Ganzheit according to its nature, und zwar entsprechend ihrer Natur. Now I have to explain this. Also das muss ich erläutern. You see, we are in a whole. Wir sind im Ganzen. Christ is one. Also Christus ist eins. The Bible tells us that he is all and in all. Die Bibel berichtet uns, dass Christus ist alles und in allem. Irrespective of any experience, anyone. Ja, unabhängig von jeglicher Erfahrung oder von jeglichem Eindruck. So the problem, doch das Problem, why people are different, warum Menschen unterschiedlich sind, why evil even prevail, warum sogar das Böse noch aufblüht, in the midst of the whole, inmitten des Ganzen, is because of the mind of man. Es ist aufgrund der Gesinnung des Menschen. So the mind can influence the atmosphere in which he lives in. Das bedeutet, die Gesinnung kann die Atmosphäre, in der sie lebt, beeinflussen. I have good news for you. Ich habe gute Nachricht für euch. We don't live in time and space. Also wir leben nicht in Raum und in der Zeit. We live in Christ. Wir leben in Christus.
Time and space, Raum und Zeit, is the mind interpretation of eternity. Ist die sinnliche Deutung von der Ewigkeit. Do you get what I'm saying? Also kommt bei dir an, was ich hier sage. Time and space. Also Zeit und Raum. Is not created from the perspective of God. Ist nicht aus Gottes Gesichtspunkt erschaffen worden. God is eternal. Warum? Weil Gott ewiglich ist. God is infinite. Gott ist unendlich. Everything he does. Alles was er tut. It is from that perspective. Es ist aus dem Gesichtspunkt der Ewigkeit. But the fact that man has a mind. Doch die Tatsache, dass der Mensch eine Gesinnung hat. And the mind has been influenced by the belief of separation. Und diese Gesinnung wurde schon, sage ich mal in meinen Worten, verkorkst und verdreht. Und zwar durch die Annahme der Trennung. This is what Paul calls the carnal mind. Und das nennt Paulus die fleischliche Gesinnung. The carnal mind, if you put him in the midst of wholeness, he sees separation, he sees fragmentation. So that is why in Christ, though you derive your life, you derive your movement, you derive your being, but the mind is that which brings limitation. It brings you into a place where you begin to see fragmentations around in everything you do. And that is the problem of man. That is our problem. Und deswegen, wenn du die fleischliche Gesinnung nimmst und du stellst die fleischliche Gesinnung im Ganzen hinein. Was nimmt die fleischliche Gesinnung wahr? Und zwar Trennung, Spaltungen, Fragmentierungen. Und genau das ist die Ursache, warum der Mensch kann im Ewiglichen sein, doch seine Gesinnung stellt, sage ich mal, die Grenze, ja, von seiner Erlebnis von der Ewigkeit. Das bedeutet, wenn die Gesinnung verkorkst ist durch Trennung, dann wird die Gesinnung die Ewigkeit als, ich sag mal so, klitzekleine Unterschiede, klitzekleine Spaltungen wahr. Amen. Amen. That's why you can see somebody, you look at someone, you say, it's different from me. Und das ist der Grund, warum du jemanden anschauen kannst und sagst, der ist doch anders als ich. That's a carnal mind interpretation. Also das ist die Deutung von der fleischlichen Gesinnung. If you can be able to shut your carnal mind just for a moment, you will dive into the beingness of the person and you will not see differences because all of you are in Christ. You move in Christ and you have your being in Christ. And when you begin to see from that perspective, you begin to see with the eyes of wholeness. So your interpretation is not based on the fragmented mind, but it's based on the mind of Christ. Oh, amen. Wenn man die fleischliche Gesinnung abschalten könnte, was geschieht denn da? Dann taucht man in das Wesen des Ganzen. Das bedeutet, alles, was man wahrnimmt, alles, was man deutet, alles, was man ausgibt von sich, kann nur ganz sein, kann nur aus dem Ganzen kommen. Das bedeutet, man hat anstelle der fleischlichen Gesinnung, hat man die Gesinnung des Ganzen, die Gesinnung Christi. Amen. Amen. And Paul says that even your poet, you know, the poet in those days were the prophets. You see, these were poetic, these were mystics that sees the things of the divine. And he says, even them said that you are God's offspring. So we have been sprung out, or let me say we've been sprung out of God. Amen. So we are God's species. But the point is that as long as we are operating on the fragmented mind, the carnal mind, we will live in wholeness, in infinity, in eternity, in incorruptibility with the mind of corruptibility. So what God is saying here is that the world in which we live is not evil, is not bad, but the mind that we have is that which interprets the world according to its nature. So when you move away from that mind, you will begin to see perfection, you begin to see wholeness, and then from there you can minister to people, because you won't see sickness anymore, you won't see poverty anymore. I know it's deep today, but we need to come to that perspective where we refuse to see that which the world interprets to us, because from that perspective we will then be
the ministers of God. Amen. Ich weiß, dass es von hinten angefangen, ich weiß, dass es tiefgründig heute ist, doch es ist wichtig, dass wir uns wegbewegen von der Deutung der Welt. Von dem, was der Welt uns vorgab, ja, guck mal, so ist das. Nimm es einfach so. Nee, wir müssen uns davon wegbewegen. Sogar Paulus sagte hier, nämlich sogar eure Dichter. Man muss mal verstehen, wer die Dichter von damals war. Die Dichter waren Propheten. Die waren Menschen, die gesprochen haben aus Inspiration. Die waren Menschen, die wirklich mit Worten umgehen können, die sie nicht studiert haben. Und deshalb ist es wichtig auch zu sehen, und was haben sie denn gesagt konkret? Nämlich, denn wir sind Gottes Abstammung. Das bedeutet, wir stammen aus dem Ganzen ab. Und der Punkt hierbei ist, das, was von dem Ganzen abstammt, ist genauso wie das Ganze. Das hat der Pastor nicht gesagt. Wenn wir ein Laib Brot haben und wir schneiden eine Scheibe, diese Scheibe ist genauso wie das ganze Laib Brot. Und deshalb ist es wichtig zu bedeuten, es ist wichtig zu verstehen, dass wenn wir aus der Gesinnung des Fleisches rauskommen und wir lassen zu, dass das Ganze uns übernimmt, was geschieht, dann sind wir in der Lage, das Leben des Ganzen, und zwar ohne Begrenzung, ohne Limitierung. Denn der Punkt ist, wenn wir aber in der fleischlichen Gesinnung bleiben, wir sind zwar unverderblich, wir sind unendlich, wir sind grenzenlos. Ich meine, es gibt kein Ende zu uns. Allerdings, die Gesinnung setzt einfach mal, ich sage in meinen Worten, die Mauer, wie weit du in deiner unbegrenzten, in deiner Grenzenlosigkeit, in deiner Unendlichkeit kommen tust. Halleluja. Amen. And you see, the world today, die Welt heute, they're trying to understand the nature of reality. Man versucht wirklich das Wesen von der Realität zu begreifen. By investigating the external things. Indem man die äußerlichen Dinge untersucht. Try to understand. Man versucht zu verstehen. No, it doesn't work that way. Also so funktioniert das nicht. We are God's offspring. Also wir sind Gottes Abstammung. To understand your world, damit du deine Welt verstehst, you must understand yourself. Du musst dich selbst verstehen. Und vorhin haben wir es auch gehört, dass wenn wir uns in dieser Welt bewegen, ja, das, was man uns gibt, ist das, ach, die Welt ist schlecht. Guck dir mal das alles an. Nein, die Welt an sich ist nicht schlecht. Die Welt an sich trägt als Ganze nicht, sondern es ist die Wahrnehmung. Es ist meine Gesinnung. Es ist das, was ich wahrnehme von der Welt. Das stellt mir die Welt als schlecht dar. Amen. Amen. So until you investigate yourself. Also bist du dich selbst, bist du dein Selbst untersucht. You will not know the reality, the nature of reality. Dann wirst du auch das Wesen der Realität nicht begreifen. And that's why Paul says that know thyself. Und deshalb hat Paulus auch gesagt, erkenne dich selbst. And so when he begins his discussion with these unbelievers, he says, seek ye the Lord. As er die Unterhaltung mit diesen unerreichten Menschen angefangen hat. Was hat er denn zuerst gesagt? Sucht den Herrn. He didn't give them some precautions and some prescriptions and say, look, God is somewhere in a temple or when you do this, you get there. No, he realized that he told them clearly that you are in God. But the point is that where is the God that you are in? God is in you. So until you will know that God is in you, then you will know that you are in God. Amen. And so the first and most important thing in life is to investigate and find out the God that is in you. Amen. And that is why our main emphasis in this ministry is to let you understand of your identity. Amen. I can never be tired to remind the people of this, because that is the essence of the life on earth. Amen. Until you know who you are, you can't know the God that is for you, the Amen. God in which you are in. Amen. And so Paul is saying that, look, for you to know you are in Christ, and you move in Christ, and you have your being in Christ, you must know Christ. And Amen. Where is the Christ you need to know? Is
in you. Amen. Es ist wichtig, auch hierbei zu begreifen, dass Paulus hat nicht einfach ihnen gewisse Anweisungen, also Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 15, ja, also wie viele Schritte brauchst du, um irgendwas, um Gott zu sein? Nein. Paulus hat ihm ganz klargestellt, also Gott, ihr seid in, beziehungsweise Gott ist in euch, beziehungsweise ihr seid in Gott. Allerdings, damit du das wahrnimmst, dass du in Gott bist, musst du erstmal feststellen, wo ist Gott überhaupt? Ja, ist er da oben irgendwo? Muss er irgendwo nach Indien reisen? Nein. Der Punkt ist aber, dass Paulus macht ihnen klar, dass bevor du wirklich erkennst, dass du in Gott bist, solltest du dich selbst untersuchen. Denn warum? Gott ist in dir. Gott ist in dir, deswegen in ihm bewegst du dich, in ihm lebst du und in ihm hast du dein Dasein. Doch allerdings, erst wenn du untersuchst und stellst, ach, Gott ist in mir, was geschieht, dann bist du auch in der Lage wahrzunehmen, dass du in Gott bist. Amen. Amen. The prophet Isaiah helped us a little bit. Also Prophet Jesaja hat uns etwas geholfen. In Isaiah 55. Das finden wir in Jesaja 55. You know, he said almost the same thing, just like Paul. Er hat fast das Gleiche wie Paulus ausgesagt. But he adds something. Doch er hat etwas hinzugefügt. That inspires us to understand this. Und dieses Etwas inspiriert uns, genau das, worüber wir hier heute reden, zu verstehen. Isaiah 55, the verse number 6. Jesaja 55, Vers 6. It says, seek ye the Lord while he may be found. Sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Call ye upon him while he is near. Ruft ihn an, während er nahe ist. The word near there is present. Also der Begriff nah hier bedeutet anwesend. It doesn't mean he's near you. Es bedeutet nicht, dass er neben dir steht. No. Nein. He's present. Er ist anwesend. Then he says, let the wicked forsake his way. Hier heißt es, der Gottlose verlasse seinen Weg. You see, his way. Sein Weg. Now, you are in Christ. Also du bist in Christus. But you have your own way. Aber du hast immer noch deinen eigenen Weg. That is the problem. Aber genau das ist das Problem. It doesn't mean you are not in Christ. Das bedeutet nicht, dass du nicht in Christus bist. But your mind has its own way. Doch deine Gesinnung macht sich selbstständig vom Ganzen. So you're not benefiting from where you are. Und deshalb hast du keinen Nutzen, und zwar von dem Ganzen, in dem du bist. Then he says, and the unrighteous man, his thoughts. Und hier heißt es, und der Mann der Bosheit, seine Gedanken. Every man has a thought. Also jeder Mensch trägt Gedanken. Hallelujah. Amen. And so now Isaiah is actually unveiling something to us. He said that though we are in God, Jesaja offenbart uns etwas. Er sagt hier aus, obwohl wir in Gott sind, we have our ways. Wir haben unseren eigenen Weg. We have our own thoughts. Wir haben unsere eigenen Gedanken. So can we simply deduce that these are the obstacles, these are the veiling of realizing our true state, of realizing the place in which we are? Und könnten wir einfach von hier aus zusammenfassen, ein Fazit ziehen, dass hier also unser eigenen Weg und unsere eigenen Gedanken sind die Hindernisse, sind der Schleier, was uns von der Wirklichkeit des Ganzen hindert? Amen. Amen. Das ist simple. Das ist ganz einfach. Yes, of course, we may say, look, there are adversities. Also wir mögen ja sagen, ja, es gibt ja, ne, es gibt ja Hindernisse, es gibt ja, sag mal so, Feinde. That prevent us from knowing ourselves and holding us from enjoying every goodness of God. Ja, also die Feinde sorgen dafür, dass wir uns selbst nicht kennen und sie verhindern, dass wir die Güte Gottes genießen. No, we give him too much power. Also das ist totaler Blödsinn. Wir schenken Kraft an dem, der gar nicht gibt. We give him too much. Also wir schenken zu viel. There is a hindrance. Es gibt eine Hindernis. Amen. Amen. A hindrance within each and every one of us. Und zwar diese Hindernis ist
innerhalb jedem von uns. The way we think. Und zwar diese Hindernis lautet unsere Denkweise. Our thoughts. Unsere Gedanken. Our perceptions. Unsere Wahrnehmung. The interpretations of ourselves. Ja, die Deutung, unsere Deutung von unserem Selbst. That is the great stronghold. Aber genau das ist die große Festung. Even though we are in God. Obwohl wir in Gott sind. Those things prevent us from knowing that we are in God. Diese Dinge verhindern, dass wir uns bewusst machen, dass wir wahrnehmen, dass wir in Gott sind. So Jesus says, if you know the truth. Und Jesus sagt, wenn du diese Wahrheit kennst, the truth will set you free. Die Wahrheit setzt dich frei. Glory be to God. Ehre sei Gott. Isaiah said that then let him return unto the Lord. Dann soll er zu dem Herrn zurückkehren. He will have mercy upon him. Was wird geschehen? So wird er sich über ihn erbarmen. And to our God, for he will abundantly pardon. Und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. You see, forgiveness. Vergebung is the means by which God collapses separation. Ist das Mittel, wodurch Gott die Trennung zerstört. It's not really about sin. Es geht nicht um Sünde. Amen. Amen. Because the greatest sin. Denn die größte Sünde is separation. Ist die Trennung. The word sin, also der Begriff Sünde, comes from the German word Sünde, genau, ja, also, which in English means separate. Ja, also das findet man im Deutschen unter Sund, so eine Art, man könnte ja sagen, vom Festland getrenntes Stück Land. In Old English, ja, also im alten Angelsächsischen, they said asunder. Ja, also man sagte halt, also im Deutschen sagt man Sund. When two mountains creates a valley. Ja, also wenn zwei Berge sich voneinander bewegen. And so when that separation occurs. Wenn diese Erdbewegung, was zur Trennung führt, geschieht. Imagine the actions that will come out of that. So, dann stellt euch mal vor, was für, sage ich mal, Geschehnisse, sag mal so geografische Geschehnisse bei diesem Beispiel vorkommen wird. Amen. Amen. Every form of immorality. Also jetzt auf den Menschen projiziert, also jeglicher Art der Unmoral. But that is not sin. Doch diese ist an sich nicht die Sünde. It is a result of sin. Sondern das ist die Folge der Sünde. So we must get to the fact that we understand the pardon of God, the forgiveness of God. Also wir müssen zu der Tatsache zurückkehren, dass wir die Vergebung Gottes verstehen. That we understand that we are no more separate. Dass wir begreifen, in der Vergebung Gottes, wir sind nicht mehr getrennt. We are in him. Wir sind in ihm. We live in him. Wir leben in ihm. We move in him. Wir bewegen uns in ihm. And we have our being in him. Und in ihm haben wir unser Dasein. In other words. Anders gesagt. He lives in us. Er lebt in uns. He moves in us. Er bewegt sich in uns. And he have his being in us. Und sein Dasein hat er in uns. Glory be to God. Ehre sei Gott. And then the verse 8. Vers 8. He says, for my thoughts are not your thoughts. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Amen. Amen. That is the problem. Und genau das ist das Problem. So he's saying that his mind. Das bedeutet, seine Gesinnung is not our mind. Ist nicht unsere Gesinnung. Because when we talk about thoughts, denn wenn wir von Gedanken sprechen, a thought is the mind in action. Ja, ein Gedanke ist die Gesinnung in Bewegung. You see, where there is no thought, da wo es keinen Gedanken gibt, the mind is at rest. Was geschieht mit der Gesinnung? Die Gesinnung ist im Ruhemodus. And when the mind is at rest, und wenn die Gesinnung im Ruhemodus ist, it collapses into the spirit. Was geschieht mit der Gesinnung? Die Gesinnung fällt zum Geist auseinander. And you experience a no mind. Und dann erlebst du, und zwar Geist pur, ohne Gesinnung, ohne Gedanken. And then it becomes the mind of Christ that operates. Das bedeutet, aus dem Geist heraus wirkt nun die Gesinnung Christi. And so Isaiah is telling us. Also Jesaja berichtet uns. That the thoughts of God. Dass Gottes Gedanken. Is not our thought. Sind nicht unsere Gedanken.
His ways are not our ways. Seine Wege sind nicht unsere Wege. He says, as the heavens is higher than the earth. So wie die Himmel höher sind als die Erde. So are his thoughts higher than our thoughts. So sind seine Gedanken höher als unsere Gedanken. Glory be to God. Ehre sei Gott. We are in the atmosphere of Christ. Also wir sind in der Atmosphäre Christi. We breathe Christ. Wir atmen Christus. Everything around us. Alles was um uns herum ist. Is Christ. Ist Christus. Hallelujah. Amen. And so for the ministers of the gospel. Also für die geistlichen Diener des Evangeliums. When you begin to see from that perspective. Wenn du anfängst aus diesem Gesichtspunkt zu betrachten. You are operating. Dann wirkst du from the mind of wholeness. Und zwar aus der Gesinnung der Ganzheit. You see but perfection. Alles was du siehst ist Vollkommenheit. No, forget about what people say. Also vergiss bitte die Aussage der Menschen. Because it is their interpretation which is based on their carnal mind. Denn das was sie aussagen ist ihre Deutung basiert auf ihre fleischliche Gesinnung. And so when you understand. Doch wenn du begreifst. That you're living in the whole, dass du im Ganzen lebst. That there is only one reality, dass es nur eine Realität and gibt. That reality is not divided. Und diese Realität ist nicht aufgespaltet. That's why in 1 Corinthians 1, the verse 12, Paul says Christ is not divided. Und das ist der Grund, warum in 1. Korinther 1, 12, das sagte Paulus aus, dass Christus nicht aufgespaltet, nicht unterteilt ist. Halleluja. Amen. And in Colossians 3, the verse number 11. In Kolosserbrief 3, Vers 11. Christ is in all. Christus, alles. And is all. Und in allem. Halleluja. All is all. Also alles heißt alles. I don't know how we can define that. Also das weiß ich nicht, wie man noch weiter alles definieren kann. Außer Amen. Alles. Amen. So we are so divided. Also wir sind so aufgespaltet. Within us. In uns drin. And that is where the Spirit of God came. Und hierzu kam der Geist Gottes. To heal our division. Nämlich unsere Aufspaltung in uns zu heilen. And when that is solved. Und wenn das gelöst ist, we entered into the realm of wholeness. Dann kommen wir in diesem Raum, also in diesem Bereich der Ganzheit hinein. Everything about us. Alles was uns angeht, is Christ. Ist Christus. Whatever we do. Was auch immer wir tun. Whatever we say. Was auch immer wir aussagen. Our perspective. Unsere Blickwinkel. Is Christ. Ist Christus. I know it's hard. Ich weiß, es ist schwer. Even myself. Sogar ich. Momentarily. Ja, im Moment. When something hits me, man, it's the carnal mind. Also wenn mich etwas anpiekt, sage ich mal. Ja, also die erste Reaktion ist die fleischliche Gesinnung. I get confused. Ja, ich komme durcheinander. Until I have to plop back. Bis ich mich zurückziehen musste. And say, look. Und sage, schau. No matter what happens. Egal was geschieht. We must see from the perspective of wholeness. Wir betrachten, wir müssen betrachten aus dem Gesichtspunkt der Ganzheit. Genesis 1:31. Das finden wir in 1. Buch Mose 1, Vers After 31. God created everything. Nachdem Gott alles erschaffen hat. People of God. Volk Gottes. God created everything. Gott schuf alles. Then he himself see what he have created. Und er selber betrachtete, was er erschaffen hat. And he wrote his protocol. Und dann schrieb er sein Protokoll, seinen Prüfbericht. And says very good. Und sagt sehr gut. Then we. Ja, also Gottes TÜV sagt sehr gut. Und wir, finite man, also Menschen, die nur begrenzt sind in ihrer Art und Weise, we say his creation is not good. Ja, wir wagen es, Gottes TÜV zu prüfen und zu sagen, naja, das stimmt nicht, you're ganz. That's why David said in Isaiah, in Psalms 2, he says, God is sitting in the circle of heaven and is laughing at our folly. Und das ist der Grund, warum König David sagt in Psalm 2, nämlich, Gott, der sitzt im Kreise des Himmels und betrachtet unser Törichtsein und lacht. Also, man muss einfach mal vorstellen, ja, Menschen, die ich erschaffen habe, sie wollen mir beratschen, die wollen mir Tipps geben über das, was ich falsch gemacht habe. That's why Paul says the only enemy that God hates is the carnal mind. Und das ist der Grund, warum Paulus sagt das in Römer 8, dass der einzige Feind, den Gott hasst,
ist die fleischliche Gesinnung. Amen. God doesn't have a problem with Satan. Also Gott hat gar kein Problem mit Satan. Not at all. Noch nicht if ein bisschen. If he can bring man into the mind of Christ, I tell you, we will just walk on Satan like this. You will say, hey, this man has been tormenting me all this while. You will then realize that he's a nothing. Amen. But the problem is that the more, if Satan can keep you in the carnal mind, no matter what you do, your attention will be on him. You will fight him until the day you leave this earth. I pray that will not be your portion. Amen. You come out of that way of thinking. Amen. And begin to see things from wholeness. Amen. Then you realize that the enemy you feared all your life is just a nothing. Amen. And from there, you begin to live your true purpose. And that is why we emphasize Christ in everything. Amen. Because we want to change the paradigm of people's thoughts. And when we do that, we know our mission is succeeding. And I believe from the center of Germany, Berlin, something is coming and is reaching you in your home. Hallelujah. And I tell you, no matter where you are, your mind is tickling. You may not like what you're hearing, but I give you some few time. You will come to agree with what we are saying. Because that is the truth that will liberate. And when it liberates you, you will then realize that you've come into freedom. And from that moment, you begin to live a life full of joy and happiness. Hallelujah. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Es ist wichtig hierbei zu betrachten, ja, dass es ist nicht von uns gefordert, immer wieder nach dem Teufel zu suchen und zu jagen. Denn ich sage dir, komm einfach aus dieser fleischlichen Gesinnung heraus. Was geschieht? Du wirst über den Teufel wandeln. Du wirst wirklich in Sieg leben, dass du dir selbst sagst, wow, also Teufel hin und her. Ich habe gedacht, der Teufel wäre jemand oder wäre irgendeiner, der mich, sag mal so, überwinden kann. Und jetzt stelle ich fest, der Teufel ist nichts. Ja? Doch was ist mit den meisten, die zu Christus gehören? Was ist mit den meisten passiert? Sie, sag ich mal, sie schlagen Kapital bei dem Teufel. Ja, der Teufel tut dies, der Teufel tut jenes. Man ist so beschäftigt mit dem Teufel, da fragt man sich, wo ist Gott überhaupt? Und deshalb ist es wichtig zu erkennen, dass solange der Mensch in der fleischlichen Gesinnung gehalten wird, egal was für Verheißung, egal was der Mensch an Großartigkeit, ich sage ich mal, Besitz in sich, diese Limitierung wird immer da sein. Ja, so wie der Hund, der an seinem Schwanz gebunden ist und er darf immer gucken, naja, wann kriege ich endlich mal meinen Schwanz? Der Punkt ist aber, für uns zu sehen, dass wenn wir mit der Gesinnung Christi wandeln, wir kommen aus allem Möglichen raus. Wir kommen wir kommen als Sieger hervor. Wir sind in der Lage, Dinge zu überwinden. Und deswegen rate ich dir, dein Erbe im Leben ist nicht, dass du nach dem Teufel jagst, Tag und Nacht, sondern dass dir die Augen aufgehen. Und dazu, damit dir die Augen aufgehen, gebe ich euch diese Information vorab, dass in Berlin entsteht das Christusprojekt, wo Menschen Christus, also so wie du zur Uni gehst, du gehst überall, du lernst alles Mögliche, du gehst zur Ausbildung, aber genauso kannst du Christus lernen und leben. Genauso kannst du praktizieren, und zwar derjenige, der in dir ist. Und deshalb ist es wichtig, dass jetzt gebe ich dir mit, du bist in Christus. Gebe ich dir mit, dass Christus, also ich sag mal so, dass nicht nur, dass du in Christus bist, sondern er ist in dir. Es ist wichtig, dass du auch mitbekommst, dass erst wenn du in dem Ganzen hineinkommst, was geschieht, deine Perspektive ändert sich. Deine Art und Weise ändert sich. Das heißt, du nimmst mehr wahr, dass du in ihm lebst, bewegst und dein Dasein besitzt. Halleluja. Amen. Paul said, Paulus sprach in 1 Corinthians 1:24, in 1. Korintherbrief 1, Vers 24, Christ is the power of God. Christus ist Gottes Kraft. Christ is the wisdom of God. Christus ist Gottes Weisheit. In Romans 6, the verse number 23, in Römer 6, Vers 23, all have sinned, alle haben gesündigt, and fall short of the glory of God. Und sind der Herrlichkeit Gottes, nämlich zu kurz gekommen. Christ is the glory of God. Christus ist Gottes Herrlichkeit. So what does that imply? Also, was bedeutet das für uns als Ganze? It means that in the power of God. Das bedeutet, in Gottes Kraft we live, leben wir, we move, bewegen wir uns, we have our being. Und wir haben unser Dasein.
In the glory of God, in der Herrlichkeit Gottes, we live, leben wir, we move, bewegen wir uns, we have our being, und wir haben unser Dasein. In the wisdom of God, in der Weisheit Gottes, we live, leben wir, we move, bewegen wir we uns, have our being, und wir unser Dasein haben. So we must make sure, und deshalb sorgen wir dafür, that our thoughts, dass unsere Gedanken, our ways, unsere Wege, will not prevent us from this glory, uns nicht hindern, diese Herrlichkeit zu erleben. Power is not somewhere. Also Kraft gibt es nicht irgendwo. Kraft gibt es in dir. You are in power all over. Also was dich angeht, du schwimmst in Kraft. Glory be to God.